Julian Nagelsmann, er baut ja den Kader für die WM 2026. Und zwei Namen, die werden wohl keine Relevanz mehr haben. Julian Nagelsmann plant ohne Leon Goretzka und er plant auch ohne Serge Gnabry. Das ist jetzt wohl eine Entscheidung, die schon getroffen wurde. Alle Infos dazu gleich. Zudem sprechen wir über den Preis für Xabi Simmons. Da gibt es jetzt nämlich auch ein großes Update. Und wir sprechen auch über ein Guirassy-Update. Was gibt es da Neues zu vermelden? Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Denn nur ca. 20% meiner Zuschauer, die haben mich abonniert. Deswegen lasst doch gerne ein Abo da. Und checkt doch gerne mein Instagram ab, bulli-inside. Aber damit gehen wir rein in das erste Thema. Ja, Bundestrainer Julian Nagelsmann, er hat jetzt die schwierige Aufgabe, einen XXL-Umbruch beim DFB-Team hinzulegen. Auch in diesem Jahr hat er ja schon viele neue Namen ausprobiert, auch einige Namen wieder zurückgeholt. Ein Toni Kroos wird ihm jetzt ja auch beim nächsten Turnier nicht mehr zur Verfügung stehen. Und jetzt sollen auch schon die ersten Entscheidungen getroffen sein, welche Stars wohl auch gar keine Chance mehr haben. Und einen, den seht ihr jetzt auch schon im Hintergrund, Leon Goretzka. Julian Nagelsmann soll wohl tatsächlich komplett ohne ihn planen. Das DFB-Kapitel für beide ist wohl, Stand jetzt zumindest, beendet. Das sind alles Spieler grundsätzlich, die jetzt ja dann quasi beim WM 2026 so ungefähr 30 werden. Das ist kein Alter beim Fußball, also da kann man sowohl als auf der 6er Position, auf der 8er Position, aber auch natürlich über die Flügel immer noch spielen. Aber natürlich muss auch Julian Nagelsmann hier so ein bisschen an die Zukunft denken. Gerade bei Leon Goretzka und bei Gnabry ist es eben so, Stand jetzt sind sie zumindest bei ihren Vereinen keine Stammspieler. Und bei Goretzka mit dem Palinia-Transfer, bei Gnabry mit dem Transfer von Mikael Ulis, da wird sich das vermutlich auch in den nächsten Spielzeiten nicht ändern. Der ganz klare Plan beim DFB ist, die DFB-Elf, die soll um Megatalente aufgebaut werden. Um Megatalente wie eben zum Beispiel Jamal Musiala. Das sind ganz klare Führungsspieler, die da jetzt vorweggehen sollen. Florian Wirtz, Jamal Musiala, sie haben jetzt noch 2 Jahre Zeit zu reifen. Und dahinter haben wir dann auch jüngere Spieler. Malik Chau, Bissek, Joscha Wagnumann. Wir haben auf der 6er-Position Alexander Pavlovic, Angelo Stiller. Aber natürlich werden auch wieder einzelne erfahrene Spieler definitiv hier mit gespickt sein. Sei es ein Leroy Sané, sei es eben auch ein Joshua Kimmich. Sei es in der Innenverteidigung, Nico Schlotterbeck, dem gehört dort ganz klar die Zukunft. Auch ein großes Fragezeichen für mich steht halt eben auch hinter Rüdiger. Denn zum Beispiel bei Rüdiger ist ja ganz klar der Fall, er ist bei der nächsten WM, meine ich, 33 Jahre alt. Wird er dann noch eine tragende Rolle in der Innenverteidigung spielen oder wird das dann eben Tah und Schlotterbeck übernehmen oder vielleicht ein Bissek mittlerweile dann, der sich auch in der Serie A zeigt? Da gibt es einige spannende Namen, mit denen sich Julian Nagelsmann jetzt in den nächsten Jahren definitiv auseinandersetzen muss. Und jüngsten Berichten nach soll eben zu diesen Namen nicht Leon Goretzka und auch nicht eben Serge Gnabry gehören. Bei Gnabry, da können wir ja immer noch wenigstens sagen, da hat ja Julian Nagelsmann auch vor der EM gesagt, ja schade, dass der verletzt ist. Ist ein Spieler, der kann eigentlich ganz gut über die Bank kommen, also eine Rolle, die er definitiv annimmt. Bei Goretzka, da hat er ja gesagt, die Rolle passt nicht. Er ist ein Spieler, der halt immer spielen will und das ist eine Rolle, die für ihn nicht vorgesehen ist. Und das wird sich jetzt wohl auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht ändern. Grundsätzlich, wie gesagt, sind das natürlich auch nur die Berichte jetzt. Es gibt einige Spieler, die zu ersetzen sind. Pascal Groß, der ist 35 Jahre bei der nächsten EM, der ist nicht mehr dabei. Toni Kroos wird auch nicht mehr dabei sein. Vielleicht gibt es dann hier doch nochmal irgendwann die Chance, sollte sich Beispiel Leon Goretzka zu einem Wechsel entschließen, Stammspieler angenommen bei Manchester United werden. Warum sollte man denn ihn nicht mitnehmen, wenn man Platz im Mittelfeld für ihn hat? Die Chancen sind zumindest mal gering, aber Stand jetzt sieht es eben so aus, dass zum Beispiel diese ganze 95er, 96er Generation, Julian Brandt, Timo Werner, Niklas Süle, Goretzka, Gnabry, die dann alle 30 sind, jetzt sehr wenig Chancen haben in den Planungen von Julian Nagelsmann, weil der eben ganz einfach auf jüngere Spieler setzen muss oder setzen möchte. So, aktuell der Stand. Was sagt ihr dazu, eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Und dann sprechen wir doch über Xabi Simmons. Der ist noch ziemlich jung. Der könnte auch bald beim FC Bayern München auflaufen. Und jetzt gibt es wohl ein Preisschild für ihn. Das wurde jetzt auch in den letzten Tagen berichtet. Xabi Simmons, er dürfte wohl tatsächlich jetzt Paris Saint-Germain verlassen. Sie haben ein Preisschild festgelegt. Paris bewegt sich so ein bisschen. Es kam da laut der spanischen Zeitung Sport jetzt ganz klar zu einem Umdenken bei den Parisern und man hat eine Schmerzgrenze festgelegt, was man in diesem Sommer für ihn haben will. 70 Millionen Euro, das ist die Summe, die man für den jungen Niederländer haben möchte. Dann könnte
er den Verein sofort fix verlassen. Bayern buhlt um ihn, Manchester United buhlt um ihn und außerdem hat Barcelona sich noch so ein bisschen Chancen ausgerechnet, wobei ich sagen muss, die 70 Millionen Euro sind da meiner Meinung nach ein Problem, die sind ja eher an Nico Williams interessiert. 70 Millionen Euro in diesem Jahr, das ist eine Summe, die kann der FC Bayern München definitiv für Xavi Simons aufbringen. Auch wenn das natürlich ein eher risikoreicherer Transfer wäre, als ihn jetzt per Laie mit Kaufoption zu holen, da könnte man da natürlich ja noch immer noch sagen, die zieht man nicht. Aber Xavi Simons, der hat was drauf, der Junge ist richtig gut und wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr vielleicht noch Wirtz zu holen und dann einen Jamal Musiala, Xavi Simons und Wirtz zusammen zaubern zu sehen, das ist schon eine richtig, richtig gute Truppe, die man dann hätte. Fraglich eben nur, drei Spieler vom selben Profil, ob das auch miteinander harmoniert, kein richtiger Flügelspieler dabei. Da hat man jetzt ja zum Beispiel Mikel Ulis geholt, der halt so ein richtiger Flügelmann ist. Es bleibt weiter spannend. Sollte hier auch Vincent Kompany, der Bayern-Trainer, wirklich ernst machen wollen und nicht nur eben Sportvorstand Max Eberl, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann könnte das in diesem Sommer etwas geben. Was in diesem Sommer vielleicht auch etwas geben könnte, wobei es ist so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, das ist Guirassy. Denn der Deal wackelt immer noch weiter. Es gibt immer noch, ja, ich sage mal, bei diesem Transfer von Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund weiter Probleme. Und jetzt, wie die Ruhrnachrichten berichten, hat man bei Borussia Dortmund ganz klar eine Bedingung gestellt. Sollte sich bei dem nächsten Befund eines Spezialisten herauskristallisieren, dass bei dieser Knieblessur, die eben Guirassy erlitten hat, dass das nicht konservativ behandelt werden kann und er am Knie operiert werden muss, dann ist der Deal geplatzt. Dann wird Borussia Dortmund ihn nicht holen. Das ist jetzt fix, denn dann wird er sehr, sehr lange ausfallen. Bei einem konservativen Behandlung, also ohne OP, dass man das mit Reha und so weiter wieder hinbekommt, dann wird er nicht so lange ausfallen und dann ist das Knie auch grundsätzlich erstmal gesund. Dann würde wohl Borussia Dortmund den Spieler trotzdem transferieren. Die Diagnose soll bis Mitte der kommenden Woche vorliegen. Sollte er unter das Messer gehen und dann lange ausfallen, dann wird wahrscheinlich Borussia Dortmund das Risiko nicht eingehen, weil eben auch natürlich hier richtig viel Geld dran hängt. Die 18 Millionen Euro, die man zahlt, das ist ja nicht alles. Da gibt es ja tatsächlich noch deutlich, deutlich mehr an Handgeld, an großer Ablöse, die man jetzt aber auch in Form von Gehalt zahlt. Wie gesagt, da hängt einfach zu viel Geld dran. Das wäre bitter für Stuttgart, denn die haben den Nachfolger schon fix. Demirovic wechselt zum VfB Stuttgart. Das können wir jetzt hier eigentlich als fix vermelden. Wir können uns mal die Zahlen zum Deal angucken. Sky hat gesagt, das Ding ist durch. Es gibt eine Sockelablöse von 21 Millionen Euro, die an den FC Augsburg überwiesen wird, plus 5 Millionen Euro an Boni. Das ist ein neuer Vereinsrekord für den VfB Stuttgart. Bislang hatte man 11 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben. Nico Gonzalez war das. Und jetzt gibt man quasi bis zu 26 Millionen Euro aus. Also die Champions League-Kohle, die man jetzt einnimmt, die ist schon ziemlich gut verplant. Der Medizincheck, der wird wohl morgen stattfinden. Sollte dieser erfolgreich sein, hoffen wir mal, dass da jetzt kein Knieschaden festgestellt wird. Dann wird Demirovic einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wechseloption, eine sehr, sehr gute Alternative zu Guirassy. Er hat in der letzten Saison richtig, richtig viel gezeigt. Muss man auch ganz klar sagen, die Saison davor, seine erste Saison bei Augsburg, die war gar nicht so gut, aber im letzten Jahr, da hat er wirklich 15 Tore und ich glaube 10 Vorlagen oder sowas gemacht. Das sind richtig gute Zahlen. Demirovic ist auch erst 26 Jahre alt. Also ich finde einen Transfer, der sich für alle Seiten hier rentiert. Das Problem könnte halt eben sein, wenn Guirassy dann doch nicht wechselt, ne, und dann hier verletzt zurückkommt. Und aber das kriegt man, denke ich, auch hin. Also dann hat man notfalls ja einen wirklich guten Sturm. Und wie gesagt, dieser Deal ist durch. Und bei dem anderen Stürmer-Deal, da gucken wir mal alles Weitere. Besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt das Video bis zum Ende geguckt. Lasst ein Like, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt auch gerne den Zweitkanal ab, Yoda Insight. Da gab es heute die Highlights der letzten Tage. Dann, falls ihr hier ein paar Videos verpasst habt, gerne einfach da mal reinschauen. Und morgen geht es ja ganz normal wieder weiter mit Fußball-News aus aller Welt. Das war's von mir. Wir hören uns, schönen Sonntag. Bis dann, Leute. Ciao.